1000 Matches in der National League, das ist Wahnsinn, oder? Und der Andres Ambühl, ich glaube, es gibt kaum einen Hockey-Fan, der ihn nicht mag, egal von welchem Verein, dass man gerade Fan ist. Super sympathisch, super bodenständig, authentisch. Ich glaube, der verkörpert das Schweizer Eishockey also richtig gut. Witzig habe ich zudem gefunden, dass er, als er 1000 Spiele gemacht hat, hat er auch genau 1000 Strafminuten auf dem Konto gehabt. Punktlandung. Er ist halt ein 1000 Sasser. Er ist sicher speziell, dass es 1000 Spiele ist, aber ich glaube, heute hätte ich lieber 3 Punkte gehabt. Mehr haben wir eigentlich gar nicht erwartet, wie die paar Worte, die er gesagt hat. Das Grosse ist ja dann seine Eltern, die da noch ein Interview geben. Und dann weiss man auch, warum das der Bühli so ist, wie er ist. Also wir freuen uns mit ihm, aber auch im Stillen eigentlich. Ja. Eine grosse Bewunderung natürlich. Es ist hübsch, dass er gesund geblieben ist bis jetzt eigentlich im Grossen und Ganzen. Drum. Total sympathisch. Herzig. Einfach sympathisch. Ein bisschen, wo kommt die Bodenständigkeit vom Andres? Ist das ein bisschen auch von Ihnen? Ja, ein bisschen, ja, wahrscheinlich. Und halt, ja, die Bauern sind halt so einfach ist ständig, oder? Ja, schon. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wenn man da den Papa Bühli hört.